Herzlich willkommen ein weiteres Mal in meinem Atelier. Und heute möchte ich mit dir die Einfachheit teilen. Es ist eine Kraft, die in dieser Einfachheit liegt. Und genau das habe ich auch wieder kürzlich erleben können und mir auch Gedanken darum gemacht und deshalb hier diese Folge. Ja, und es geht auch darum, natürlich, dass du locker bist und dass dann ganz easy eine Zeichnung entsteht und zwar mit ganz einfachen Mitteln. Und die Ausgangslage für diese Idee war, warum ich das hier mit dir teile, war da ein Auftrag, den ich bekommen hatte, und zwar eine Karte zu machen auf einem Blumensamenpapier. Und dazu ist es notwendig, dass nur ganz feine Linien gezeichnet sind. Und ich weiß nicht, ob man das so sieht, hier auch. Da ist ein Blumenstrauß darauf und es war wirklich so, dass die Kunst der Einfachheit gefragt. Dazu habe ich einfach einen Kuli genommen, einen ganz gewöhnlichen Kugelschreiber aus meiner Pultschublade, habe mein Kreativbuch genommen und ein paar Zeichnungen gemacht. Weshalb ich dir das erzähle, war, das hatte eine relativ große Resonanz erzeugt. Sowohl das kleine Video, ganz einfache Video, das ich gemacht habe, mit dieser Zeichnung, wie auch dann eben auch diese Karte, die ich dann in den Händen hielt und mir gedacht habe, eigentlich möchte ich das teilen, wie genial einfach die simple Zeichnung einfach ist. Ja, und das möchte ich dir hier näher bringen, dass du ja auch etwas von mir an die Hand genommen wirst und ich dir so meine paar besten Ateliertipps zeige, einfach zu zeichnen, Strukturen zu erzeugen, räumliche Wirkung zu erzeugen mit ein paar kleinen, einfachen Linien. Dabei habe ich auch ein paar kleine Kniffs und Tricks, wie man zum Beispiel für diese Vogel hier, die eine komplexere Figur ist, wie man da auch Hilfslinien machen kann, ohne dass man die dann später sieht. Und du verwendest keinen Bleistift, keinen Gummi, einfach nur Papier und Kugelschreiber. Fertig. Ich wollte dir hier eigentlich zeigen, wie du ganz einfach, vielleicht mit ein paar schönen Klebern, einer Karte, die du dir faltest aus etwas dickerem Papier, oder du kannst auch spezielles Papier nehmen und einen Umschlag, der dazu passend ist, wie du mit diesen Dingen ganz einfach mit so einer Zeichnung eine Karte erstellen kannst für dich. Denn das ist ja der Clou daran, diese Zeichnungen sind sehr schnell gemacht, sie sind sehr einfach und du kannst somit auch anderen eine Freude machen, wenn du hier eine Karte gestaltest für andere mit so einer Zeichnung. Also versuch es einfach mal, nimm deinen Kugelschreiber oder es kann irgendein anderer Stift sein. Denke einfach, lass die Linien einfach fließen und ja, verschenke auch Freude und Kreativität und bring das so in die Welt hinaus. Also hier mein Ateliertipp, wie du ganz easy zeichnest. Du nimmst einen Stift, tippst auf das Papier und schon erscheint die Form. Dann nimmst du einen Tannenzapfen, tippst nochmal darauf, ganz kurz und vorsichtig. Und eine neue Form entsteht. Und wenn du möchtest, gleich nochmal. Genau, und jetzt ist das Bild fertig. Nein, das ist natürlich Quatsch, aber es ist tatsächlich nicht so schwierig, wie du vielleicht denkst. Ganz einfach eine gute Wirkung mit einer Linie zu erzeugen. Und dabei geht es darum, dass du ein paar Dinge berücksichtigst, dass du ein paar einfache Tricks und Kniffs anwenden lernst und ganz schnell und einfach entstehen da ein paar schöne Bilder. Nachdem ich diese Bilder gezeichnet habe, habe ich dann hier, wie du siehst, so eine Karte daraus gemacht für einen Kunden. Und ja, das ist die Ausgangslage.
Nun greife also gerne auch zu einem Kugelschreiber und zeichne drauf los. Hier geht es wirklich darum, dass du ganz einfache und klare Formen zeichnest und diese dann wiederholst. Also ein Ast ist relativ schnell gezeichnet und dann wiederholst du im Grunde immer dieselbe Form in verschiedener Variation, so wie hier diese Tannennadeln. Dann habe ich hier ein paar Kreise eingefügt und habe darauf geachtet, dass die Komposition einigermaßen stimmig ist, also dass das hier harmonisch auf dem Blatt verteilt ist. Und ja, habe dann weiter noch Schatten hinzugefügt, indem ich so einzelne Flächen ausgemalt habe. Aber da habe ich mir auch nicht zu viel Gedanken gemacht. Ich habe einfach drauf los meine Linien gezogen. Und das ist tatsächlich so, wenn du einmal beginnst, dann baut sich dieses ganze Bild irgendwie logisch aufeinander auf. Mit der ersten Linie beginnst du und dann kommst du in eine Art kreativen Flow. Das eine ergibt das nächste und eben hier mit diesen Tannennadeln variierst du einfach nur Formen. Vielleicht hilft es dir dazu auch, wenn du dir einen Ast holst, im Wald vielleicht oder im Garten. Das mache ich oft und gerne. Wie du hier ja auch siehst mit dem Tannenzapfen, der da liegt auf meinem Schreibtisch. Den habe ich draußen geholt im Wald, einfach so als kleine Vorlage. Und auch so Pinienzapfen habe ich gesammelt im Urlaub und nach Hause genommen. Einfach Dinge, die ich schön finde und die mich inspirieren, nehme ich mit. Und dann irgendwie kommen sie dann immer später zum Einsatz. Ja, durch das Hinzufügen durch von kleinen Punkten und Flächen wirkt das Ganze spannender. Also es sieht dann fast so aus, als würde hier im Sonnenlicht ein interessanter Schattenwurf entstehen auf den einzelnen Nadeln durch diese dunklen Punkte. Mach das aber so, wie es dir gefällt. Mir hat es da jetzt sehr gefallen, das Ganze noch etwas so spannender zu machen. Und wie du siehst, unten beim Zapfen sieht man fast keine Form mehr. Wie ich das gemacht habe, siehst du hier, also ich habe zuerst einen kleinen Kreis gezogen und dann so schuppenartig die Formen hinzugefügt. Ich werde jetzt hier ein bisschen auf Schnelldurchlauf schalten. Ich denke, du siehst auch so, wie es gemeint ist. Ja, einfach, dass es für dich auch etwas spannender ist zu sehen. Und auch wenn du mitmachst, kannst du ja jederzeit das Bild anhalten. Ja, und durch eben ganz viele, zahlreiche kleine Striche entsteht so ein natürlicher Eindruck. Denn die Oberfläche ist nicht glatt und dadurch erzeugst du auch so eine Natürlichkeit. Hier geht es vor allem darum, klare Linien zu ziehen. Also hier zeichne ich eine Feder und baue das Ganze aus einer klaren Linie auf. Beim Tannenzapfen oder Pinienzapfen war das Ganze simpler, das war einfach ein Kreis. Hier ist die Form etwas komplexer. Da auch hier kannst du eine Vorlage verwenden. Ich arbeite sehr gerne auch aus der Vorstellung, variiere einfach Ideen und Formen für mich, wie es mir gefällt. Ja, und dann stehen dann auch so eigene Ideen. Also zum Beispiel füge ich Kreise hier jetzt hinzu und überlege mir auch gerade schon beim Machen, was ich dunkler schattieren möchte und was nicht. Das Coole an der Struktur ist, dass du einfach mit ganz vielen kleinen Strichen eine sehr gute Wirkung erzeugen kannst. Also arbeite hier schnell und fließend. Du kannst auch versuchen, den Stift nicht groß abzusetzen oder einfach in deinem Rhythmus zu arbeiten, Musik dazu zu hören zum Beispiel und zum Rhythmus der Musik hier deine Linien zu ziehen. Es sollte dann allerdings keine zu langsame Musik sein.
sonst wirst du nie fertig. Genau, und dann arbeite ich so weiter, bis sich das Ganze für mich als stimmig erweist. Es ist hier auch wichtig, dass das Ganze unperfekt sein darf. Beim Zeichnen von Tieren ist es sehr hilfreich, wenn man ein paar Hilfslinien hinzufügt. Hier hatte ich eine andere Skizze von einem Vogel, die ich als Vorlage verwendet habe. Auch zum Thema Vorlagen findest du von mir ein Video, das, denke ich, hier sehr hilfreich ist. Da geht es darum, dass du deine eigenen Vorlagen erschaffst und dann eben einfach auch aus der Fülle deine Vorlage schöpfen kannst, wann immer du das möchtest. Und ja, das tue ich hier somit. Und ja, so entsteht Linie für Linie hier dieser kleine Vogel. Du kannst Linien ziehen, indem du viele kleine Striche ziehst oder einfach einen satten Strich. Ich ziehe hier für das Gefieder viele kleine Striche, weil das dann viel natürlicher wirkt und weniger hart. Also das weiche Gefieder kommt hier sehr viel besser zur Geltung mit vielen kleinen Strichen. Und das ist das, was ich an den Strukturen so mag. Du kannst mit den Strukturen Schatten erzeugen, also das Ganze räumlich wirken lassen. Du kannst dieses Flauschige der Federn wirklich sehr gut darstellen mit ganz, ganz, ganz vielen kleinen Strichen. Eben auch hier darum, wichtig schnell zu arbeiten und einfach so, ja, einfach hier auch fließend deine Striche zu setzen. Das Ganze wird so auch sehr viel lockerer wirken. Natürlich gehört hierzu auch etwas Übung. Also sei hier nicht so streng mit dir, versuche dich selbst zu bestärken, einfach weiterzumachen. Wenn es nicht gelingt, nimm eine nächste Seite. Überhaupt nicht schlimm. Mit jeder Skizze wirst du wieder mehr Erfahrung gewinnen. Und es ist tatsächlich auch so, dass keine Skizze einfach so für nichts ist. Also du gewinnst bei jeder Skizze irgendwas. Jede Zeichnung zeigt dir einen Aspekt auf, mindestens, den du dann weiter für dich vertiefen oder ausbauen kannst. Das ist der kleine Vogel, den ich später für die Karte benutzt habe. Ja, falls du auch eine Karte zeichnen möchtest, mach das doch auch gerade direkt auf deine Karte. Hier noch eine zweite Vorlage. Und da habe ich wirklich auch mit der Vorzeichnung ganz leichte Linien, wie du siehst, ganz viele leichte Linien gezogen. Und diese verschwinden dann auch im Verlauf der Ausarbeitung der Form. Und man sieht sie nicht mehr, wenn du hier wirklich auch locker bist, den Stift locker hältst und nicht so stark aufdrückst. Ja, dann verzeiht der Kugelschreiber auch relativ viel. Das ist das, was mein Kugelschreiber schön ist. Er hat eben so eine sehr leichten, schnellen Strich, den man da mit erzeugen kann. Überlege dir hierbei auch immer, welche Flächen du dunkel oder hell haben möchtest. Du kannst auch die Ausrichtung der Form mit den Linien andeuten, so wie ich hier das gemacht habe mit den Federn, also in welche Richtung laufen die Federn. In dieser Richtung ziehst du dann die Striche. Mit dickeren Strichen kannst du Akzente setzen, mit dunkleren Flächen ebenfalls. Und diese lassen dann auch die helleren Flächen besser zur Geltung kommen. Wie genau, dass du das für dich ausarbeitest, ist dir überlassen. Ich finde es immer schön, wenn es noch so skizzenhaft bleibt und diese Lockerheit noch hat.
für mich stimmt das nicht, wenn es einfach nur so ein Ausmalen dann ist. Aber du wirst sehen, das macht richtig Spaß, hier so diese Formen aufzubauen und ja, einfach dieser Logik des Bildes zu folgen mit dem Stift. So, das wäre es mit den Vogelbildern. So sehen die jetzt aus. Wie man sieht, sind die Striche nicht sehr präzise, aber das macht überhaupt nichts. Dafür hat es eben diese Lockerheit behalten. Blumen beginne ich oft in der Mitte. Hier haben wir die Blume Schwarze Susanne, heißt sie, glaube ich, die eben hier auch dann später in diesem Blumensamenpapier enthalten sein wird, auf das das Motiv gedruckt wird. Und ich habe hier einfach eine Blume als Vorlage und variiere sie dann in verschiedenen Ausführungen, Perspektiven. Und das kann auch eine Andeutung sein. Das Auge vervollständigt sehr viel, was der Stift nicht zeichnet. Auch mit dem Blatt wiederhole ich einfach immer dieselbe Form und überlege mir die Wuchsrichtung der Pflanze, also in diese Richtung werden auch die Blätter sich fortsetzen, weil das ist eine Ranken der Pflanze. Ja, und eben auch mit so ein paar kleinen Punkten oder Strichen kann man da hier auch diese Oberfläche etwas aufweichen, sozusagen, damit es nicht so eine glatte, clean Oberfläche ist. Und jetzt eine Cosmea, die beginne ich wieder in der Mitte. Die hat hier so einen ziemlich auffälligen Blütenstand. Dann ziehe ich sternförmig solche lockeren Linien nach außen. Ich habe dabei nicht abgezählt, wie viele Blütenblätter so eine Blume hat. Das, denke ich, spielt keine Rolle, das wird niemand nachzählen. Und jetzt erzeuge ich hier so ein paar ausgefranste Linien, die Blütenränder darstellen. Und von den einzelnen Einbuchtungen sozusagen ziehe ich dann später Linien in die Mitte, aber nicht ganz. Dabei erzeuge ich diesen Effekt von dieser gewellten Blüte als, ja, so ein Effekt wie bei einem Tuch oder wie bei einem Vorhang im Prinzip. Auch hier kann man mit ein paar dunklen Flächen den Schatten gut andeuten. Das verstärkt die Wirkung noch. Hier mache ich ein paar Varianten wieder, und was ich hier auch immer mag bei den Blumen ist, die Blumen in verschiedenen Entwicklungsstadien sozusagen darzustellen. Also vielleicht auch mal eine Knospe einfach nur zu zeichnen, daneben eine Blüte, die fast verwelkt ist, sieht anders aus wie eine, die sich gerade geöffnet hat. Und dann auch das Blattwerk ist immer anders bei jeder Pflanze. Und ja, die Cosmea mag ich persönlich sehr gerne. Die habe ich auch im Garten, die kenne ich gut. Deshalb kann ich sie relativ einfach aus dem FF zeichnen. Aber natürlich, ja, es ist immer legitim, Vorlagen zu verwenden oder eben auch später diese Zeichnung, die du jetzt anfertigst, als Vorlage zu nehmen für ein buntes Bild, für etwas, was du malst, etwas, was du mit dem Aquarellkasten erstellst. Da kannst du ganz anders daran herangehen als jetzt mit dieser zeichnerischen Art und Weise. Und unten versuche ich jetzt noch eine geschlossene Knospe zu zeichnen, wie ich das vorhin gesagt habe. Und die haben dann so eine ganz markante Form. Das möchte ich hier noch darstellen, weil ich das als etwas sehr Typisches
finde bei dieser Pflanze, dass sie so wie ein sternförmige Blätter noch um die Blüte herum haben, wenn sie zu sind. Ja, nachdem die letzten Striche gesetzt sind, ist dieses Bild auch schon fertig. Dann habe ich hier eine kleine Vorlage dieser, ich sage, der Schaumblüte. Ich müsste nachschauen, wie die richtig heißt. Aber es, ja, manchmal haben sie auch mehrere Namen. Auch die ist in dieser, in diesem Papier enthalten. Also auch diese Blume wird wachsen aus den Pflanzen, wenn man das Papier verkrebt. Dann entsteht im Garten ein Blumenstrauß sozusagen, ein Blumenreigen. Und ja, deshalb habe ich natürlich hier die Wahl der Blumen auch so getroffen, wie es dieses Blumensamenpapier eben schon ein bisschen vorgibt. Also falls du selbst einmal so ein Papier bedrucken lassen willst, das ist eine sehr schöne Idee, auch als Geschenk für andere. Es ist dann eben so viel mehr als nur eine Karte, die man dann vielleicht nach einer Weile wieder fortschmeißt. Es entsteht dann etwas Neues und die Welt wird dadurch etwas blumiger. Das hier habe ich hier gefilmt, um dir zu zeigen, wie man aus ganz einfachen Kreisen und nur ein paar Strichen eine solche Schaumblüte zeichnen kann. Das ist eine der leichtesten Blüten, die es gibt, denke ich. Und da habe ich auch aufgehört, dann wirklich abzuzeichnen, sondern ich habe einfach das Prinzip übernommen, das ich bei der Blüte gesehen habe und das dann selbst ja, irgendwie umgesetzt. Und etwas von den letzten Dingen, die ich dir hier noch zeigen möchte, sind Blätter. Und zwar ist es hier auch sehr schön, eben einfach dieselbe Form zu variieren, in klein, in groß, in schmal, in breit. Und hier diese schmalen Blätter habe ich noch hinzugefügt, einfach um das zu komplettieren. Weil vielleicht möchtest du auch ein paar Blätter zeichnen. Dann überlege dir auch, wie sie aussehen aus verschiedenen Perspektiven. Versuche das auch einmal, dass du das ohne Vorlage machst, vielleicht ein einzelnes Blatt hast und dann das variierst. Hier siehst du, wie ich diese Zeichnung eingescannt habe in mein Tablet und damit dann hatte ich eben die Vorlage für diese Karte. Und so habe ich das mit allen Formen gemacht, habe die da freigestellt und daraus habe ich dann dieses Arrangement gemacht. Also im Prinzip mehrere Arrangements, mehrere Varianten dieser Karte mit diesen Bildern, um sie dann dem Kunden vorzustellen mit Text. Und ja, da kann man auch sehr schön damit spielen, wenn man das mag. Also ich finde das multimediale Gestalten, also sehr Schönes und ja, ich finde die gezeichnete, handgezeichnete Zeichnung wird niemals jemals etwas ersetzen können. Und darum finde ich auch diesen Mix sehr ansprechend. Hier noch einen kleinen Überblick der Zeichnungen, wie sie dann am Ende ausgesehen haben und das Resultat dann auf dem Papier. Ja, und ich hoffe, da ist was Schönes entstanden bei dir und du hast die Linien fließen lassen können und es hat dir gefallen, das einfache Zeichnen und ja, ich konnte dich da ein wenig inspirieren, einfach mal loszulegen. Dann wünsche ich dir viel Freude damit. Wir sehen uns in der nächsten Folge.